Potter, ich meine Paula. Ich hoffe, du bist bereit für den Buchstaben H deiner Horror-Alphabet-Make-Up-Challenge. Ich bin June Creates und ich habe heute die Ehre, deinen Look zu bestimmen und ich will, dass du H wie Harry Potter machst. Aber natürlich mit einem kleinen Horror-Twist. Wie ich sehe, hast du schon deine Base und deine Augenbrauen gemacht. Die Augen und Lippen sollst du in den Farben von deinem Hogwarts-Haus gestalten. Apropos, lass uns zuerst mal schauen, ob du überhaupt Hogwarts-reif bist. Akio, goldener Schnatz! Wow, Prüfung bestanden! Wie wir alle wissen, wird das Spiel Quidditch nur dadurch beendet, wenn der Sucher den goldenen Schnatz gefangen hat. Aber was, wenn etwas schief geht? Um deinen Quidditch-Gone-Wrong-Look zu vollenden, darf natürlich ein bisschen Fake-Blut nicht fehlen. Genauso wie dein fertiges Kostüm und noch ein paar kleine Details. Und das ist der fertige Look. Wer Paulas Bild auf Instagram liked, kriegt 150 Punkte für sein Haus. Und was soll Paula Potter für den Buchstaben I schminken?